Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die Version KiCad 7. In diesem Video zum Footprint-Editor möchte ich euch nochmal das TO94er-Gehäuse näher bringen. Ich blende es hier nochmal ein. Also wir haben ja hier eine genaue Zeichnung und ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht, das Ganze hier im FreeCAD als eine Zeichnung zu erstellen, als Skizze, aber also dann hier ganz exakt alles nachgezeichnet, wie ich das brauchte, habe dann hier auf Schließen und Datei exportieren entsprechend hier das DXF-Format ausgewählt und habe das hier bei mir im KiCad 7 Ordner einfach mal abgelegt. Zum Zeichnen in FreeCAD mache ich jetzt hier nicht unbedingt ein Video dazu, das führt zu weit. Ich mache das mal hier als DXF. Ich lasse das jetzt hier zu verwerfen. Das brauche ich ja nicht mehr. Ich möchte euch zeigen, wie man jetzt hier so ein grafisches Element mal importiert und möchte euch auch gleich die Problematik zeigen, was passiert, wenn man ganz genau zeichnet. Dann kommen wir hier nämlich unter Umständen in kleine Probleme. Ich wähle hier wieder in meiner, ich mache das hier nochmal raus, es ist ja hier die Standardansicht, wenn ich den den Footprint-Editor geöffnet habe, dann gehe ich hier auf My für meine Bibliothek, wähle die hier an. Wir haben ja den TO94 hier bereits drin. Wir wollen natürlich einen neuen machen. Den nenne ich jetzt einmal hier gescheiterweise in dem Fall TO94-1. Dann sage ich hier OK und mein Footprint als leerer Footprint wird erzeugt. Wir schieben wieder unsere Geschichte hier beiseite und gehen jetzt auf Datei und sagen Importieren grafischer Elemente. Jetzt können wir hier oben auswählen. Ich bin hier schon in dem Ordner drin, wo ich meine TO94 DXF liegen habe. Sage Öffnen. Ich möchte die natürlich jetzt erstmal auf ein userdefiniertes Layer legen. Alle anderen Layer sind für mich jetzt erstmal uninteressant. Also hier so ein userdefiniertes Layer. Und ich möchte die exakt auf dem Nullpunkt platziert haben. Das heißt, der Nullpunkt vom FreeCAD ist dann auch gleichzeitig der Nullpunkt von meiner DXF-Zeichnung hier im Nullpunkt vom Footprint Editor. Ich könnte auch das interaktiv platzieren, dann würde das an der Maus zeigen. Also wenn ich dies hier auswähle, hängt das dann am Mauszeiger und ich kann es hier irgendwo hinschieben. Das möchte ich nicht machen. Ich möchte es jetzt hier direkt auf 0,0 auf den Nullpunkt setzen. Importskalierung lassen wir bitte auf 1,0, dann ist die exakt genau so, wie wir sie gezeichnet haben. Und ich habe sie ja im Maßstab 1 zu 1 gezeichnet. Dann ist das auch hier so richtig. Wenn man natürlich jetzt irgendwas in einem Maßstab hat, müsste man jetzt hier quasi mit einer Skalierung arbeiten, um dann auf die exakte Größe zu kommen. Gut, wir lassen auch die Linienbreite mal auf 0,2 mm eingestellt als voreingestellte Linienbreite und sagen einfach mal okay. Und wir sehen, schwuppdiwupp ist jetzt meine Zeichnung hier drin und wir sehen schon, wie eng jetzt hier dieser Außenrand rundherum geht und das ist das große Problem dabei. Also zeichnet bitte Bauteile nicht zu eng. Natürlich könnte ich jetzt meinen Courtyard hier ganz exakt hier herumzeichnen und das so klein wie möglich machen. Wir kriegen aber Probleme, die dann dazu führen, dass das unter Umständen dann zwängt auf Bauteilen oder sowas. Nehmt ruhig ein kleines bisschen mehr Luft. Kann in der Regel nie schaden. So, wir gehen mal hier heraus und sagen, wir möchten hier die Gruppierung, also Rechtsklick drauf machen, Kontextmenü, die Gruppierung aufheben. Dann kommen wir hier auf die Einzelelemente. Dann sehen wir hier unsere einzelnen Kreise, die ich gezeichnet habe, hier die einzelnen Linien. Und was jetzt für mich wichtig ist, erst einmal, ich nehme jetzt mal hier einfach ein Stück Papier und einen Stift und ich möchte ja jetzt hier diese Kreise ersetzen durch Pads.
Und dazu brauche ich die Koordinaten. Das ist eigentlich das ganz Wichtige. Ich ersetze diesen Kreis, den ich im FreeCAD gezeichnet habe. Habe ich ja hier die exakten Koordinaten vom Mittelpunkt. Die sind auch exakt so abgebildet. Und die brauche ich jetzt, um genau die Pads hier auf diesen, also den Mittelpunkt dieses Pads. Natürlich nicht dieses Pads. Da haben wir, sehen wir wieder unser Problem. Wenn wir einen neuen Footprint erzeugen, ist der hier mit SMD standardmäßig. Zumindest bei mir eingestellt. Wir brechen hier nochmal ab. Dazu gehen wir hier auf Footprint-Eigenschaften, sagen, wir möchten natürlich hier Durchsteckmontage haben. Das ist ja ein TAT-Bauteil und erst dann sehen wir jetzt hier, kann ich einen Footprint einen entsprechenden Pad ablegen. Wir sehen auch, dieser Pad ist noch viel zu groß und ich möchte natürlich diesen Mittelpunkt hier exakt auf dem Mittelpunkt von diesem Kreis haben. Das kriege ich vielleicht mit hier in dem Fall würde es vielleicht gehen, wenn ich dieses Raster hier auf 0,1 mm einstelle, dann könnte ich das schon machen. Wir machen das aber mal korrekt. Wenn ich nämlich hier ein anderes Raster einstelle, nehmen wir mal hier zum Beispiel das, dann wird die Sache schon etwas problematischer. Oder ich habe hier vielleicht so ein Millimeterraster, dann seht ihr, haben wir hier schon ein Problem. Ich zeige euch das gleich mal. Also ich wähle jetzt hier Element an, gehe auf die Taste E, Eigenschaften und schreibe mir jetzt mal auf minus 1,905 mit dem Y0. Ja, also X-Position minus 1,9, Y ist 0, liegt ja hier auf der Nulllinie. Das gleiche mache ich jetzt hier ebenfalls. E, X, Y bleibt immer 0. Wir haben also dann minus 0,635 und als Gegenprobe jetzt müsste dann hier auf diesem Kreis entsprechend mit der Taste E 6,35 und eben das 1,905 plus kommen. Gut, jetzt gehen wir in die Pad-Einstellungen. Wir haben ja hier im Datenblatt gesehen, wir brauchen also 0,6er Bohrung mit 1,2 mm Pad-Durchmesser. Das heißt, wir gehen jetzt hier rein, Pad-Einstellung. Wir fangen bei der Pad Nummer 1 an. Wir wollen Kreis, wir wollen 1,2 mm. Wir haben hier auch bei der Bohrung einen Kreis und die möge doch bitte 0,6 mm sein. Das durch alle Kupferlagen hier hindurch oder alle Kupferlagen sollen entsprechend verbunden werden. Und wir sagen okay und können jetzt einfach mal einen Pad hier platzieren. Ich nehme mal hier ein etwas kleineres Raster, 1,27 mm. Ich lege die einfach mal hier hin, meine vier Pads. Gehe dann auf Abbrechen, wähle jetzt das Pad 1 an, sage hier in die Eigenschaften, möchte ich jetzt auf der X-Position minus 1,905 und auf Y möchte ich 0, Enter. Und wir sehen, jetzt sitzt wirklich unser Pad absolut exakt auf der gleichen Stelle. Das wiederhole ich jetzt hier mit dem nächsten, also minus 0,635. Auch hier wieder auf die 0 in der Y-Linie. Dann machen wir hier mal weiter. Jetzt waren wir hier bei 0,635, natürlich auch hier wieder die 0 und noch das letzte Pad mit 1,905 und ebenfalls 0. So kann ich jetzt also dieses Pad hier oder die Pads ganz exakt positionieren. Wir speichern mal zwischen, dass wir das hier mal abgespeichert haben. Dann gehen wir her, wir brauchen jetzt noch einen Silkscreen, also einen Umriss für den Platinendruck. Dann gehen wir hier mal drauf, eine Linie zeichnen. Und ich hatte es ja bereits erwähnt, nehmt hier nicht ganz so, das nicht ganz so hundertprozentig genau, lieber etwas kleiner, etwas größer zeichnen. Einfach um das Bauteil auf der Platine nicht zu sehr einzuengen und dann unter Umständen Probleme zu bekommen.
Hier sehen wir auch nochmal schön das fadenfüllende Fensterkreuz. Wenn ich jetzt hier in der Senkrechten kann ich hier genau positionieren, dass ich hier genau auf der gleichen Linie bin wie die andere Länge hier auf der linken Seite mit Rechtsklick abbrechen. Damit hätten wir jetzt den Silkscreen gezeichnet. Wir brauchen noch den Courtyard, auch hier wieder als Linie. Kann ich jetzt entweder die gleiche Linie nehmen oder ich nehme jetzt hier eine Linie etwas enger hereingezogen. Das ist zumindest jetzt der Platz, der auf der Platine reserviert wird, in dem ich nichts anderes unterbringen kann oder darf. Auch das kann ich jetzt hier ablegen. Dann habe ich das hier schon mal schön sauber möglichst nah dran. Beim Silkscreen ist es ja so, dass ich den Silkscreen unter Umständen mit Bauteilen verletzen darf. Beim Courtyard ist das eben nicht der Fall. Wir zeichnen das Ganze unten drunter auch, damit wir auch da auf der unteren Platinenseite bei einer Durchsteckmontage immer auf der sicheren Seite sind, dass dort keine Bauteile unter Umständen zu nah an meinen Pads platziert werden. Machen wir das auch gleich hier so. Zeichnen wir das also bei SMD-Bauteilen ist das nicht ganz so kritisch. Die werden ja nur auf einer Seite montiert, aber bei Durchsteckmontage muss ich auch beide Seiten nutzen. So, das Ganze machen wir dann hier auch noch für FFAP. Hier sehen wir jetzt wieder eine etwas größere Linie. Die machen wir mal anders. Die setzen wir hier mit auf den Silkscreen drauf. Auch hier machen wir mal wieder beide Seiten. So, damit wären wir jetzt erstmal soweit durch an der ganzen Geschichte. Wir können jetzt einmal Folgendes tun. Wir wählen alle Lagen verbergen, gehen jetzt auf unsere User 1, die zeigen wir mal an und nutzen dann hier unser Auswahlwerkzeug und schmeißen mal das, was wir hier nicht mehr brauchen, raus. Das ist ja unser User Drawing, das wollen wir ja nicht mit exportieren. Und aufpassen, dass er hier nicht die Pads mit versehentlich verhackstückt und blenden uns dann einfach wieder alle Lagen ein. Damit hätten wir jetzt sauber unser TO94 Gehäuse gezeichnet, wirklich auch exakt gezeichnet. Wir gehen natürlich nun her, damit das auch auf dem Schaltplan und Footprint Editor sauber positioniert wird, legen wir unsere Referenz und die Bezeichnung hier möglichst nah mit hier an die ganze Geschichte heran. Damit hätten wir das auch sauber positioniert, damit sich das auf dem Platinenlayout wird nämlich sonst dieser Abstand hier eingehalten. Das heißt, eure Bezeichnung und eure Referenz tauchen dann hier oben schräg irgendwo weit irgendwo auf der Platine auf. Deshalb empfiehlt es sich, das hier immer exakt mit daneben zu positionieren. Dann gehen wir mal hier wieder auf Speichern und lassen mal unseren Check laufen. Eigentlich sollte dieser Check hier mal alles zutage bringen, wenn da was schief läuft. Warum das nicht funktioniert, denn zum Beispiel das Courtyard ist eine verpflichtende Bezeichnung, ein Umriss, den ich auf alle Fälle benötige, dass er dadurch keinen Fehler rausschmeißt, wenn ich den hier nicht drauf habe. Das wundert mich ein bisschen. Ich hatte schon in den ersten 7er Versionen eigentlich das ausprobiert und da ging das. Aber okay, also er sagt hier zumindest mal keinen Fehler. Wir gehen jetzt nochmal hier in unsere Bezeichnungen rein. Wir können jetzt hier also sagen TO94 Package für LED-Treiber, machen wir es in Deutsch, kann man natürlich auch in Englisch machen, machen wir hier noch LED oder LED-Treiber, dann sollte das also mit auftauchen
Und wir können sagen, okay, ich könnte jetzt hier noch in diesem Zeichen hier noch den Link zum Datenblatt unterbringen. Das spare ich mir jetzt. Ich kann natürlich hier jetzt auch noch ein 3D-Modell dazu erstellen, kann das dann hier importieren, dann wird auch noch ein 3D-Modell dazu erzeugt. Wenn ich jetzt eine Platine erzeuge, das spare ich mir jetzt an dieser Stelle mal alles. Okay, und damit soll es das erstmal an dieser Stelle gewesen sein. Und jetzt mache ich im nächsten Video dann noch ein passendes Symbol dazu, mit dem wir dann auch sauber arbeiten können. Und dann ist das zugewiesen. So, nochmal speichern. Ich bedanke mich. Macht's gut. Schönen Abend.